Zurück bei Star Wars Knight of the Old Republic. Ja, und wir stehen immer noch vor dem östlichen Innenhof, den wir sofort mal erkunden werden. Ost-Aetho. Die Stadt heißt ja Aetho und gar nicht Aetho, wie ich es immer sage. Aber ich glaube, Aetho geht auch. Wir sind ja ein deutscher Jedi. Wir mögen Bürokratie und Frikadellen. Hey, das ist eine Sith-Straße. Wenn du sie benutzen willst, musst du 20 Credits Wegezoll bezahlen. Bitte was? Das ist eine öffentliche Straße. Du versteckst dich hinter den Sarkath, wie alle republikanischen Feiglinge. Was ist denn das jetzt gewesen? Aus dem Weg! Oder willst du den Zorn einer Sith spüren? Ja, mach doch. Tu es doch einfach. Ich habe den Zorn der Sith gesehen. Nicht gerade sehr beeindruckend. Der Zorn der Sith ist schrecklich. Denk an Taris. Du wirst dich noch wundern. Alle werden sich wundern. Ah ja, große Worte, aber nichts dahinter. Quiedel ist der Lokalmatador. Ihr solltet ihn anfeuern. Er kann jede Unterstützung brauchen. Hier werden also Swoop-Rennen gefahren. Na gut, das soll mir recht sein. Ein Freund von mir spielt seit kurzem Passag. Inzwischen ist er richtig süchtig. Er kann gar nicht mehr aufhören. So, jetzt habe ich eiskalt die Tatsache genutzt, dass er geredet hat, um zu niesen. Ich fürchte, es schleicht sich eine leichte Erkältung heran. Angeblich arbeiten die Sith an einem synthetischen Colto. Sicher hat die Republik ähnliche Pläne. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel, denn wenn etwas wertvoll ist, dann muss man schauen, dass man es selber... Männer wie ihr sind in den Reihen der Sith stets willkommen. Dein Angebot ist verlockend. Aber ich habe ein paar üble Dinge über die Sith gehört. Stimmt es, dass ihr Taris zerstört habt? Wir sind im Krieg. Gräueltaten sind unvermeidlich. Eines solltet ihr euch überlegen. Falls wir diesen Krieg gewinnen, seid ihr dann für oder gegen uns? Gutes Argument. Ich habe noch nie einen Job abgelehnt, der im Voraus bezahlt wurde. Sehr gut. Meldet euch morgen in der Botschaft der Sith zum Dienst. Der war ja einfach zu überzeugen. Tut mir leid, aber du kommst zu spät. Ich habe gerade bei den Sith angeheuert. Aber wenn mir die Republik ein besseres Angebot macht... Wohin läufst du gerade? Was genau tust du da? Warum? Bleib doch hier. Wo läufst du hin? Freund. Ja, ich beobachte das jetzt einfach mal weiter und dann rede ich einfach mal weiter mit ihm. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Entschuldige mal, wie kannst du für die Sith arbeiten? Die sind doch böse. Hey, spar dir deine Vorträge. Die Sith zahlen gut, alles andere ist mir egal. Aha, na gut. Jetzt möchten wir auch nicht mehr mit ihm reden. Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Ah ja, okay. Das hier scheint mir so ein bisschen der Sith-Bereich zu sein von... wie heißt nochmal? Mana'an? Hier können wir nicht rein, hier können wir nichts machen. Nein. Das heißt, wir könnten nur noch da hinten weiter latschen. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, wo führt denn das hin? Sind wir schon mal einmal im Kreis gelaufen? Jortals Handelszentrum. Na, das klingt doch angenehm. Jetzt, wo wir alles verkauft haben. Hast du eine Panzerung für mein Swoop-Bike? Du Federn, Gelfa. Hui Federn, Gelfa. Du die Truthblatt von Angebot, Gelfa. Hui Federn, Gelfa. Badino, Gelfa. Ich dachte, dieser Müll ist umsonst. Du verkaufst diesen Schrott? Ihr Fischköpfe seid verrückt. Der Bundes ruft der Geld tief. Bundes der Schärfer. Bundes der Schärfer ruft der Geld tief. Hier vorne, du Riese, du Federhandewand. Hey, Müllmann, wenn ich Schrott brauche, komme ich wieder. Schambolzen wie eh und je, diese Sif. Der will nicht mit uns reden, das kann ich gut nachvollziehen. Warum nennen die Sith uns Jedi und die anderen nennen uns Sith? Ich bin nicht hier, um mich über euch lustig zu machen, ganz ehrlich nicht. Auch wenn ihr aussieht wie eine Schnecke. Du bist
Miguel y Raymond, Dufferdan Gelva, Roicidan Gelva, Fudentus Black Fandible Gelva, Roicidan Gelva, Badinogan Gelva. Ich möchte dir mal ein paar Fragen stellen, denn es wäre interessant zu wissen, was die Sith hier mit diesen Swoop-Bike-Teilen haben oder machen wollen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die Stimme von dem wirkt irgendwie erstaunlich hypnotisierend. Also, wenn man dem längere Zeit zuhört, dann versinkt man so ein bisschen in den Rhythmus seiner Stimme und dann denkt man sich so, ja klar, ich will alles von dir kaufen, auf jeden Fall. Wie kam es, dass er... Nein, nicht Schrotthaufen. Und das möchte ich ihn eigentlich auch nicht fragen. Obwohl, vielleicht weiß er ja, er ist ja weit rumgekommen. Das könnte sein, dass er ein bisschen mehr Bescheid weiß darüber, was hier eventuell zu finden ist oder nicht. Ich suche nach einer alten Ruine oder nach einer irgendeiner Art Sternenkarte. Ah, die Schnecken kommen auch von Manan? Das wusste ich noch gar nicht. Zeig mir mal bitte, was du auf Lager hast. Ja, er hat viel zu erzählen. Auf jeden Fall hat er Druidenteile mit dabei und er hat wirklich auch nur Druidenteile. Das bringt mir leider alles gar nichts. Dankeschön. Ja, danke für nichts. Danke für eine lange, lange, lange Unterhaltung für nichts. Liebe Schnecke. Was machen denn Kriegsdruiden hier? Achso, das ist die Sith-Botschaft, oder? Na. Kümmert euch um eure Angelegenheiten, Mensch. Na? Nur wer geschäftlich mit den Sith zu tun hat, darf in die Botschaft. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Nur zu. Aber erwartet nicht, dass euch meine Antworten gefallen. Ich werde dann gehen. Geht oder bleibt. Es ist mir egal. Meinetwegen könnt ihr sogar zu den Toren der Botschaft gehen. Aber dort ist Endstation. Aber wenn wir dem jetzt den Code nennen, ich meine, wir laufen hier ganz offensichtlich als zwei Jedi mit einer Begleitung herum. Nur wer Geschäft... Irgendwie, ja, ich habe Geschäfte mit den Sith. Ha! Wir kennen unsere Geschäftspartner. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr hier reinkommt, wollen wir ohnehin nichts mit euch zu tun haben. Und jetzt verschwindet! Aber ich kenne den Code. Ach, wirklich? Ihr habt in der Botschaft also etwas zu erledigen. Schön. Und was genau? Zeta 245698 Alpha. Na gut. Anscheinend sagt ihr die Wahrheit. Los, rein mit euch. So einfach geht das. So einfach lässt der... Der Kerl lässt gerade zwei Jedi-Padawane in seine Basis, die auch noch eindeutig als Jedi-Padawane... Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Sith einfach total bescheuert sind. Du hast mit Roland Wann, dem republikanischen Botschafter, auf Manan gesprochen. Angeblich weiß er etwas über den Verbleib der Sternenkarte. Ja, das war das. Sondendroiden an die Sith verloren. Dringen die Botschaft der Sith ein und bringe die Überreste des Droiden. Ja, genau, das war's. Ja, dann werden wir das direkt mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Dann müssen wir nicht nochmal hin und her latschen. Nun können wir direkt den Droiden mitnehmen. Und dann kann er uns sagen, wo die Sternenkarte ist. Mensch, hey, das... Hey, du, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Wir sind autorisiert, hier zu sein. Ich kenne jeden Sith auf diesem Planeten. Aber dich habe ich noch nie gesehen. Na, das haben wir gleich. Commander Gran, zu mir, sofort. Aber ich kenne doch den Code. Ich sollte nicht immer Macht überreden, nur weil ich es machen kann. Haben Sie diese Personen hier reingelassen? Ich kenne sie nicht. Und ihre Ausweise sind gefälscht. Das sind Spione. Was? Alarm! Alarm! Droiden, vernichtet sie! Ich bin doch überhaupt kein Spion, guck. Siehst du nicht mein Laserschwert? Das ist das Laserschwert eines Sith, eindeutig.
Oh, Bastila und Mission machen dahin schon kurz einen Prozess mit den Leuten. Da sage ich nicht nein. Und hier drin darf ich ja. Hier drin darf ich malträtieren so viel, wie ich möchte. Denn hier sind keine Kameras von den Zelkar. So. Überreste. Ah, ich mag Überreste. Ein Ekani-Florett. Was war das denn für eine Art? Nervenimplantat. Wir müssen auch mal diese Implantate auswählen. Also die Möglichkeit, Aufzug nach Aether City. Nee, wir wollen zur Tür. Ach, von hier sind wir gekommen, oder was? Ja, ja, klar, wir sind von hier gekommen. Wir müssen mal das Feature nehmen, oder den Level-Up, das Level-Up-Feature, die Fähigkeit, dass wir Implantate reinbasteln können. Das wäre nämlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Die machen einen riesen Unterschied teilweise, habe ich gesehen. Und deswegen wird das wahrscheinlich mit eins der nächsten Sachen sein, die wir angehen werden. Es gibt aber sehr viele Sachen, die wir zunächst angehen wollten. Diese Tür ist versiegelt. Oh nein! Ja, es gibt eigentlich zu viele Sachen, die wir angehen wollten. Und ich glaube, so viele Level zum Aufsteigen haben wir gar nicht mehr, dass wir da so viel machen könnten. Hallo, Kontrollraum. Oh, wisst ihr was? Ihr bekommt erstmal einen Blitzer. Zack! Und dann bist du als nächstes dran. Der da hinten hat schon überhaupt keine Lust mitzukämpfen, oder? Was ist los mit denen? Oh, ich mag den Blitz. Und man merkt jetzt aber auch schon sehr deutlich, dass wir doch viel besser geworden sind mit dem Lichtschwert. Also ich habe das Gefühl, rein subjektiv, ohne dass ich jetzt irgendwie an Statistiken oder so abgleichen könnte, aber so rein vom Gefühl her, kommt mir das vor, als würden wir deutlich mehr Schaden damit machen, deutlich besser treffen. Wasserpumpenanalyse. Was ist das denn? Danach haben wir doch gar nicht gesucht, oder? Schauen wir uns direkt mal an. Datapad, wieso ist das neu? Kalo Nords. Das ist alles nicht neu, oder? Das hier ist neu. Commander Hasek, betreff Wasserversorgung des Thermalheizsystems. Was hast du dir dabei gedacht? Wieso hast du den Luftschleusenmechanismus auf dem einzigen Weg zur Basis... auf dem einzigen Weg zur Nordseite der Basis installiert. Jetzt müssen alle wissen, wie man das Wasser von einem Raum in den nächsten pumpt, ohne versehentlich den Raum, in dem man sich selbst befindet, unter Wasser zu setzen. Wir haben allein in dieser Woche 7 Trooper verloren. Wenn ich das nächste Mal hier bin, ist das Problem gelöst, verstanden? Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr meiner Leute zu verlieren, während ich mich um die Zelkar kümmere. Adjutant, tut mir leid, Sir, aber wir mussten den Pumpmechanismus austauschen, nachdem einer dieser Fischmenschen in einer der Ansaugöffnungen geschwommen war. Die externen Durchflussregler leiten das Wasser jetzt nur noch in die nördliche und die südliche Kammer. Die internen Durchflussregler regulieren den Wasserstand im Osten und Westen. Sie müssen das Wasser also nach Süden oder Norden pumpen und anschließend nach Osten oder Westen umleiten. Dann kann nichts passieren. An den Anzeigen der Durchflussregler sehen Sie, ob der benachbarte Raum geflutet ist. Wir haben außerdem ein paar Lebensformdetektoren installiert. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Wir tun wirklich unser Bestes, um das System in Gang zu bekommen, Sir. Aber die Zelkar überwachen unsere Basis. Das macht die Sache nicht einfacher. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier ist mit Wasser gefüllt. Habe ich mir irgendwie gedacht. Hier muss dann doch irgendwo ein Regler sein, oder? Da, wo man, ach, hier. In die angrenzende Druckkammer wurde Wasser eingeleitet. So, und jetzt müsste hier offen sein, oder nein? Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Ah ja. Oh je, das ist wieder eins von diesen wundervollen Rätseln. Aber ich schaue mich erstmal im Rest der Basis um. Das Rätsel werden wir uns auf jeden Fall auch noch vornehmen. Ich hätte vielleicht mal ins Terminal gucken sollen, vorne im Empfangsraum. Oh. Freunde, was ist denn hier los? Wieso sind denn hier dunkle Jedi unterwegs? Und wieso haben die mich betäubt? Und wann hört das mal auf? Was kann ich tun? Könnt ihr mal aufhören damit? Das ist voll nervig. Die Macht ist auf meiner Seite. Ah.
wird dein Ende sein. Dunkle Jedi sind nervig, weil die einen immer die ganze Zeit blockieren. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil dann, wenn man nicht kämpfen kann, kann man auch nicht gewinnen. Das ist ein bisschen ein Problem. Vielleicht sollte ich da irgendwie nochmal... Gibt es noch eine Machtfähigkeit, womit man das irgendwie unterdrücken kann, oder? Also irgendwas gab es da jedenfalls. Mission, wo rennst du hin? Zwei Schwerter. Aber natürlich langfristig kein Problem für uns. So, habt ihr wenigstens ein paar Sachen dabei? Ja. Medikit ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch keine Medikits gebraucht. Ist euch das aufgefallen? Kristall Yenroax, Sif Energiechill. Ja, jede Menge Zeug, aber kein sinnvolles Zeug. Ein kurzes Laserschwert hinterlässt er uns. Der Lump. Dieser Halunke, dieser Schurke. Und hier kommen wir nicht durch, ne? Müssen wahrscheinlich erst irgendwas abschalten. Das geht wahrscheinlich vorne am Terminal. Ich will jetzt auch nicht versuchen, da durchzukommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das endet in unserem kurzfristigen Tod. Und das ist dann doch eher was für die nächste Folge. Nur den Tod verwahren wir uns für die nächste Folge. So, jetzt bin ich wieder vorne am Terminal. Da könnte ich direkt mal reinschauen, ob das hier geht. Ist hier irgendwas? Ach, man kann hier gar nichts manipulieren. Das ist ja doof. Na, dann muss es einen anderen Weg geben, da diese Barriere zu überwinden, weil ich habe jetzt noch keinen gesehen. Jedenfalls keine Terminals, die wir manipulieren könnten. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was. Wir haben einen Wartungsraum, einen fehlerhaften Kruigstrui. Uiuiuiui. Na, dann wagen wir uns doch mal in den Kampf. Schwere Sith Trooper. Aber keine dunklen Jedi. Das heißt, mit denen müssten wir eigentlich fertig werden. Das ist jetzt nicht so die Bedrohung. Zumal wir zwei Jedi dabei haben, die heilen können. Das ist schon viel wert. Das war's für euch. Na komm, greif doch an. Ihr kriegt mich nie. Vor allen Dingen Bastila mit ihrem Doppellaserschwert. Hier, nimm das. Eine Feldkiste. Yeah. Wie lange haben wir schon keine Feldkiste mehr aufgemacht? Computerschnittstelle, Entschlüsselungstool. Das ist wahrscheinlich auch Droidenausrüstung, oder? Defekter Droide. Datenmodul. Ach so, das ist das Datenmodul, nach dem wir gesucht haben. Ah, sehr gut. Hier ist nur Droidenausrüstung, sonst sehe ich hier jetzt gerade nichts. Ne? Das ist ein Feldbett, warum auch immer. Was auch immer das hier für ein Raum gewesen sein soll, aber mir soll es recht sein. So. Ah ja. Das ist ja großartig. Hätte ich hier vielleicht nicht einfach so reinrennen sollen? Ja? War das vielleicht ein Fehler? Das tat weh! Das tat weh! So, jetzt deaktivieren wir nämlich auch mal. Das hat er super hingehauen, das hat perfekt geklappt. Merkt man. Ich weiß gerade nichts Sinnvolles, was ich hier irgendwie machen könnte. Betäubungsgranate, Schallgranate, Kryoban-Granate, Ionengranate. Doch nicht auf den. Ach da, auf den, ja. Wie immun. Na, dann müssen wir mal so draufklappeln. Ich denke mal, wir kriegen die noch irgendwie down. Überleben sollten wir das ja eigentlich, ne? Obwohl die schon verdammt viel aushalten. Also richtig viel aushalten. Und auch ordentlich austeilen können, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber jetzt, einer ist schon mal weg. Folg Nummer 2. Mission hat es gerade ein bisschen hart erwischt irgendwie. Ach stimmt, ich hatte ja keine Zeit, Medikits zu kaufen oder richtige Medikits zu kaufen. Das ist ein bisschen doof. Na gut, dann nehmen wir mal normale Medikits. Klar. Bevor uns hier noch jemand wegstirbt. Aber mit dem sollten wir jetzt eigentlich auch noch fertig werden. Und dann muss ich mal gucken, was da hinter der Tür ist. Weil eigentlich haben wir unser Ziel hier drin ja schon erreicht. Aber hier versteckt sich doch bestimmt noch das ein oder andere Geheimnis, das ich lüften möchte. Da gehe ich hier nicht einfach so raus, ohne dass ich alles erkundet habe. Ja, wir erledigen das schnell, Bastila. Keine Sorge. Au. Au. So, jetzt ist aber Schluss hier. Hier, nimm das. Na also,
Vor allen Dingen 1000 Erfahrungspunkte, die will man nicht liegen lassen, wirklich nicht. So, westliche Lounge. Ja, und die westliche Lounge, die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wir haben diese Folge ein bisschen mehr Action erlebt. Ja, wir sind in die Sith-Basis eingedrungen mit dem Code, den wir dem Gefangenen entlockt haben. Ja, aber dann haben wir drin natürlich trotzdem für totales Chaos gesorgt. Aber das ist ja unsere normale Vorgehensweise, oder? Also das ist ja, da unterscheiden wir uns jetzt nicht sonderlich von dem, was wir sonst immer gemacht haben, ne? Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir die Sith-Basis weiter auseinandernehmen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem Jedi-artigen Tschüss.